Und zack, sind wir zurück mit all unseren Einkäufen. Das Wichtigste ist natürlich der Riesenvorrat an Ben & Jerry's Eis. Und nein, diese drei Becher sind nicht für den Rest der Zeit oder so, für 2 Wochen oder so, nein. Ja, obwohl doch, diesmal kann es hinkommen. Also ich esse einen halben Becher davon am Tag inzwischen hier. Also es ist meine absolute Cheat-Woche, Wochen, 2 Wochen. Das habe ich so entschieden. Ich habe auch bisher noch keinen Sport gemacht. Ich achte auch auf nichts. Ich bin, lass mich völlig gehen. Okay, nicht ganz. Ich habe mir heute die Achseln epiliert. Sonst lasse ich mich völlig gehen. Okay, ich räume meine Einkäufe weg. Guck, was ich da noch so auszusammeln habe aus dem Sonderposten, was ich da noch gefunden habe. Und dann gibt es ein Päuschen. Krass, jetzt leuchtet mein Mikrofon das erste Mal seit, ich glaube, 2 Jahren rot. Das heißt, so lange hat diese Batterie gehalten. Nicht schlecht. Ich hoffe, die ich mit habe, ist auch noch schön voll. Sonst hört ihr mich ab jetzt nicht mehr. Okay, heute ist anscheinend ein Durchhängtag. Ich bin irgendwie richtig grantig und habe auch Kopfschmerzen und Zahnschmerzen. Es liegt aber auch im Wetter heute. Es ist echt so ein richtiges Shitwetter, so nieselig und ganz schrecklich. Deswegen habe ich nicht weiter am Buch gearbeitet jetzt tagsüber. Ich weiß auch nicht, ob ich es heute noch tun werde. Ich will jetzt auch nicht mich stressen. Ich habe mir sowieso fest vorgenommen, morgen ist Sonntag, einen Vollbuchtag zu machen. Also vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich meine Ressourcen etwas aufspare, damit ich mich da morgen auch durchschlagen kann und möchte. Heute mache ich es mir auch mit dem Essen einfach. Es gibt zwar was ziemlich Leckeres, also Kartoffelgratin mit Lachs habe ich jetzt entschieden und grünen Bohnen. Das wird bestimmt richtig lecker und vor allem kann ich das alles im Ofen machen. Und dann packe ich das da alles rein und muss dann eine Dreiviertelstunde nichts tun und dann ist das Essen fertig. Und das ist auch genau das, was ich heute will. Ich bin so richtig grantig. Also so, boah. Laut Internet kann man Bohnen im Ofen garen. Die Praxis hat es nicht gezeigt. Jetzt muss ich die tatsächlich nochmal eben schnell hier irgendwie in den Topf ein bisschen anblanchieren. Ärgerlich, weil der ganze Rest da jetzt natürlich eigentlich fertig ist. Aber gut, haben wir wieder was gelernt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich breche gerade so mal überhaupt nicht in Panik aus oder so. Ich habe mir heute einen neuen Labello besorgt, also keinen neuen, sondern also denselben, den ich immer nehme. Ihr kennt mich, wenn ihr mich verfolgt auf YouTube, wisst ihr, dass ich seit 20 Jahren den BB Zart Rosé Lippenpflegestift nehme und nur den. Und ohne den sterbe. Und jetzt stand davon auf der Packung schon irgendwie, ja, hier 98% natürlichen Ursprungs, bla bla bla. Ich denke, so haben sie schon wieder die Verpackung geändert, war doch letztens erst. Und jetzt habe ich den gerade benutzt, der ist anders. Die haben irgendwas geändert. Ich bin überhaupt nicht hysterisch oder so. Ich werde das jetzt nochmal beobachten, aber
Aha. Kurz habe ich gedacht, ich schaffe es heute Band 2 ganz einzutüten, aber dann hätte ich erst sonst wann um 10 oder so gegessen und das ist irgendwie auch Quatsch. Deswegen vibriert mein Handy. Deswegen habe ich jetzt aufgehört. Ich bin bis Kapitel 30 von 36 gekommen, plus Zwischenkapitel. Und das heißt, das kann ich morgen Vormittag schaffen. Ich habe nämlich heute Vormittag auch mit Überarbeiten verbracht und habe dann völlig vergessen, dass ich ja ein Tiramisu vorbereiten wollte. Habe das dann nicht geschafft. Deswegen gab es heute den aufgetauten Kuchen, sehr praktisch. Naja, das heißt, morgen Vormittag mache ich die letzten 6 Kapitel von Band 2 und ein Tiramisu für den Nachmittag und morgen und so, übermorgen. Und das heißt, wir haben morgen an einem Montag Band 2 überarbeitet und haben dann aber noch knapp 5 Tage. Also eigentlich ganz gut. Ich bin immer noch so ein bisschen nervös und weiß nicht so richtig, wohin die Reise geht, aber ganz gut erstmal. Gut, für heute mache ich Schluss und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich bin nicht sicher, ob die Kamera und ich Freunde werden. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verstell was. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, bei diesen Aufnahmen ist irgendwas bei rausgekommen. Okay, es ist eine Woche Schreibzeit um. Es ist Band 1 fertig. Es ist Strickstück 1 fertig. Strickstück 2 liegt da hinten auf dem Tisch. Der Schal ist auf der Zielgeraden. Und Band 2 ebenso. Da fehlt noch ein Kapitel, das letzte, das große Finale des Bands und darauf freue ich mich schon richtig. Das mache ich heute noch fertig. Dann ist es weg. Jetzt bestäube ich mein Tiramisu mit Kakaopulver und mache eine Kaffeepause. Und dann schaue ich mal, ob ich direkt das Kapitel anschließe, weil ich muss danach auch noch überlegen, wie ich jetzt überhaupt fortfahre. Also es ist Montag. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt noch bis Samstag, wobei ich den Samstag werde ich wahrscheinlich fast den ganzen Tag mit Packen verbringen hier. Das ist ja immer so. Sonntagmorgen reise ich ab. Das heißt, de facto habe ich noch Dienstag bis Freitag reelle Arbeitszeit, sofern ich nicht noch einen Ausflug mache, was vielleicht nicht dumm wäre, weil ich sonst echt hier ein bisschen zu lange drin hocke.
Und ich muss deswegen schlau überlegen, wie ich jetzt vorgehe, wenn ich mit Band 1 heute fertig werde. Denn definitiv, selbst wenn ich die volle Zeit nutzen würde, jetzt noch um zu schreiben, würde ich nicht fertig werden. Und das will ich unbedingt vermeiden. Deswegen muss ich schauen, ob ich Band 3, also das, was von Band 3 schon geschrieben ist, überarbeite und dann nochmal überall richtig Feinschliff mache. Oder ob ich noch anfange zu schreiben. Also ich bin da so ganz, ganz unsicher. Das ist jetzt Gefühlssache, das lasse ich auf mich zukommen. Aber jetzt gibt's erstmal die nächste Kalorienbombe. Okay, Band 2 ist fertig, zumindest weitestgehend. Ich könnte auch eigentlich den Akku jetzt mal laden. Also was ich bisher getan habe, ist keine Feinschliffüberarbeitung, sondern wirklich alle Fehler, die sich eingeschlichen haben. Damit meine ich, okay, auch Schreibfehler, klar, aber vor allem Logikfehler oder Zusammenhänge, die nicht stimmen, die sich halt einfach eingeschlichen haben. Wenn man etwas über 3 Jahre schreibt, dann ist das völlig normal, dass man zwischendurch Hinweise einbaut oder Dinge und sich irgendwo Notizen macht, die dann aber nicht wieder aufgreift oder falsch aufgreift. Und ach, naja, das bringt das einfach mit sich, wenn man wie ich eben nur im Blog und eben nur 2-mal im Jahr schreiben kann oder es nur dann tut. Das ist jetzt das, wie ich überarbeitet habe. Band 1 und 2 seid gerade eben fertig. Da fehlen jetzt noch so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, ich habe mir irgendwo notiert, habe ich hier Ton an? Oh Gott. Ja, ich habe Ton an, okay. Ich habe mir irgendwo notiert, mehr Atmosphäre in dem und dem Bereich, in dem Teil des Buches mehr zwischen dem und dem. Und also so Sachen, die man nachträglich noch einbauen kann oder möchte, also die eher so atmosphärisch, so Geräusche, Gerüche, Dinge, wie eine Person irgendwas wahrnimmt und so, also sowas noch, woran es einfach irgendwie fehlt, wenn man das jetzt so liest. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das hätte jetzt im ersten Anlauf viel zu viel Zeit gekostet. Und ich habe jetzt eben, nachdem ich jetzt mit Band 2 also fertig war, habe ich entschieden, also ich bin der Meinung, dass ich Band 3, alles, was ich in Band 3 geschrieben habe, definitiv innerhalb dieser Schreibzeit auch überarbeitet bekomme. Also auf diese Weise überarbeitet bekomme. Schreibfehler, Logikfehler, Zusammenhänge, sowas. Und ich bin absolut sicher, dass ich die Lücke, die da noch mitten in Band 3 prangt und das große Finale, das sind auch so 3 Kapitel, hier nicht geschrieben kriege. Das kriege ich zeitlich einfach nicht hin. Also das klappt nicht. Deswegen, und weil ich das Buch eigentlich nicht wieder mit in die Wildnis nehmen möchte, eigentlich, sage ich jetzt wieder das, was ich so oft schon gesagt habe und was nie funktioniert hat. Deswegen wäre es gut, wenn ich zu Hause schreibe. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich mit meinen verbleibenden 4 Tagen, 4,5, wenn es hochkommt, Folgendes anstelle. Also zunächst mal überarbeite ich alles, was in Band 3 schon geschrieben ist, grob, sodass alle 3 Bände auf aktuelle, mein Gehirn kennt den Inhalt und weiß, wann was passiert, Stand sind. Dann mache ich diesen Feinschliff, den ich eben erwähnt habe. Also alle Notizen, die ich mir irgendwann irgendwo gemacht habe, an diversen Stellen, also im Remarkable ist was, in der Papyrus-Datei ist was, überall, wo ich geschrieben habe, mach das, vergiss das nicht, mach das hinterher noch, denk daran, das mache ich auch noch alles. Dann ist die Schreibzeit eigentlich vorbei, aber einen winzigen Arbeitstag will ich mir dann noch frei halten, ganz zum Schluss. Denn dann bin ich so in der Geschichte drin, dass ich wirklich alles kristallklar sehe und garantiert auch so ein paar Ideen habe. Und dann werde ich, was ich in der letzten Schreibzeit schon gemacht habe, nämlich einen groben Plot für die noch offenen Kapitel. Also das ist nicht einfach so ein Loch, was da so offen liegt, sondern für die Kapitel, die noch geschrieben werden müssen in Band 3, gibt es schon den Plot, also nicht nur den Plot insgesamt für die Geschichte, sondern pro Kapitel.
grob. Den werde ich mir dann direkt in die Kapitel schreiben. Also nicht einfach nur in diesem Kapitel passiert das, sondern ich werde tatsächlich je Kapitel da rein tippern, das und das, das und das, dann das und das, nächste Szene, so ganz stichpunktartig. Und zwar für jedes der Kapitel, inklusive des Finales. Und dann mache ich das hier dicht, nehme das mit nach Hause und werde dann zu Hause praktisch diese Stichpunkte abarbeiten. Also ich werde dann, muss dann nicht mich hinsetzen und sagen, so, was schreibe ich denn heute, sondern es wird Teil der Arbeit sein. Ich setze mich jeden Tag eine Stunde hin und werde also sozusagen in dieses Raster reinschreiben. So lange, bis es fertig ist. Es mangelt ja auch nicht unbedingt an Zeit zu Hause, das ist es gar nicht so. Ich meine, natürlich ist mein Arbeitstag voll ausgefüllt, das schon. Oh, jetzt geht gleich die Kamera wieder aus, da muss ich aufpassen. Also ich hab genug zu tun mit meinen Grafikkunden auf jeden Fall. Das größere Problem ist die Konzentration und die Kreativität. Also ich meine, gerade ich mit einem Beruf, der fast nur kreativ ist, da fällt es echt schwer, wenn man dann sozusagen seinen Soll erfüllt hat, sich dann noch hinzusetzen und irgendwie so völlig entspannt kreativ zu sein. Das klappt eigentlich nicht. Also da kann ich, für mich funktioniert das dann nur mit dem Stricken, also mit Händen. Irgendwas tun, kochen, stricken, also einfach Dinge mit den Händen tun, um den Kopf frei zu bekommen. Ich kann mich dann nicht wieder an ein Display oder an einen Rechner setzen und wieder weiter arbeiten, wenn ihr versteht. Also rein ausdauertechnisch schon und zeittechnisch auch, aber es kommt einfach nichts dabei heraus. Ich habe das schon so oft versucht. In diesem Fall denke ich mir halt nur, ist es jetzt was anderes? Also erstmal bin ich sowas von auf der Zielgeraden, was natürlich super motiviert. Zweitens wäre es mir halt wirklich total wichtig, dieses Manuskript nicht wieder mit in die Wildnis zu nehmen. Also es bietet sich natürlich an, warum auch nicht? Ich habe alle Zeit der Welt, ich habe ja keinen Druck. Aber ich müsste da wieder bei Null ansetzen. Also ich müsste wieder, um einfach in der Geschichte zu sein, wieder alles nochmal durchlesen. Und das würde wieder die halbe Wildnis fressen. Und am Ende stehe ich wieder am gleichen Punkt und das finde ich ist einfach so eine Zeitverschwendung. Außerdem würde ich dieses Buch oder würde ich diese Bücher oder diese, zumindest den ersten Band gerne irgendwann mal rausbringen. Und nehme ich das Ganze mit in die Wildnis, wird das wieder erst im Frühjahr 2024 soweit sein. Und ich würde es gern früher hinbekommen. Das sind natürlich meine eigenen Ansprüche, die jetzt nicht unbedingt relevant sind, aber so in meiner Vorstellung, meine Wunschvorstellung. Und in diesem Raster zu schreiben, also dann sich sozusagen einfach an einem vorgefertigten, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so eine Art Liste entlang zu hangeln, wird mir, glaube ich, zu Hause gelingen. Also ich glaube, also weil ein Ende in Sicht ist und weil es nicht ungeplant ist, sondern das hat hier ein striktes Ziel. Also da geht es ganz knallhart aufs Finale zu und das ist immer ein so tolles Gefühl und ich glaube, ich könnte das schaffen. Andererseits habe ich das schon oft gesagt und auch schon tausendmal nicht geschafft. Deswegen, ja, im schlimmsten Fall habe ich also in dieser Schreibzeit zwar viel geschafft, ist mich aber im Zeitplan, sagen wir mal so, nicht weitergebracht. Im besten Fall ist das jetzt der Grundstein, dass wir das tatsächlich jetzt im zweiten Quartal abschließen können. Das wäre, fände ich gut. ich will mir aber auch keinen Druck und keinen Stress machen. Schon allein deswegen nicht, das hatte ich auch in der Wildnis schon mal erwähnt, weil ich es mir zumindest aktuell gar nicht leisten könnte, diese Bücher zu veröffentlichen. Also ich könnte momentan auf keinen, also besonders nicht für 3 Bände, aber auch schon nicht unbedingt für 1 oder die ersten 2 Bände Lektorat, Korrektorat und Co. bezahlen. Also das ist einfach gar nicht denkbar. Weiterhin bin ich ehrlich gesagt total unsicher, wie ich dieses Mal veröffentlichen möchte. Also über die Jahre, ich habe jetzt ja einige Zeit nichts rausgebracht. Da hat sich viel verändert und ich merke ja immer an meinen Kunden, für die ich die Cover gestalte, den Buchsatz mache, in welche Richtung das geht, also die Veränderungen. Und ich merke, dass hier eine Tendenz ganz stark von den klassischen Distributoren und auch von Amazon weg hin zu solchen Anbietern wie zum Beispiel NovaMD geht. Und das wird ja seine Gründe haben. Also ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, was das alles bedeutet und eigene Druckkosten und keine Ahnung.
Aber ich beobachte das und möchte natürlich für mich auch den sinnvollsten Veröffentlichungsweg herausfinden. Und da könnte es in dem Fall dann durchaus sein, dass ich da auch nochmal Geld zur Hand haben muss. Denn in dem Fall muss man zum Beispiel seine eigenen Exemplare drucken und also in Vorleistung gehen. Klingt jetzt wie was aus alten Zeiten, was ich auch immer abgelehnt habe. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist alles noch Zukunftsmusik. So oder so, ich brauche Asche, um rauszubringen. Und deswegen habe ich keinen Stress, denn noch ist die Asche nicht da. Da können wir uns noch Zeit lassen. Okay, ich werde jetzt aber erstmal Pause machen. Ich habe es mir verdient.